Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Haven Colony. So, wir sind hier im Pause-Modus, sind immer noch in unserer Siedlung. Ich würde mich jetzt sehr, sehr gerne ein bisschen um Nahrungsmittel kümmern, denn wir haben bald wieder den Winter, der erzählt mir hier irgendwas von wegen grenzwertig. Ich würde gerne nochmal ein Gewächshaus hinstellen. Naniten haben wir noch genug und zwar hier ein Gewächshaus der Stufe 2. Das würde mir persönlich gefallen. Produziert gut Mais und 50% auch im Winter. Das heißt, im Winter haben wir auch keinen Stress. Ich denke, das macht Sinn. So. Okay, Bevölkerung von 100 erreichen. Das ist auch ein Ziel, was wir machen werden. Was haben wir hier? Das kann ich auf 3 upgraden. Die Energie sollten wir vielleicht auch ein bisschen im Auge. Was bringt mir das Aufrüsten? Plus 18. Ja, mache ich. Das rüsten wir mal auf. Dann haben wir auch wieder ein bisschen Platz, weil 83... Meine Moral schwankt ein bisschen. Vielleicht muss ich mal ein bisschen ausgeprägteres Essen machen. So, was haben wir denn? Handelszentrum. Das wollten wir auch machen. Das setze ich hierher. Dann kann ich hier noch eine Straße durchführen, würde ich sagen. So, mittlerweile haben wir ja schon 57... Arbeiter. Und meine Gesundheit sinkt ein bisschen. Wieso sinkt meine Gesundheit? Was kann ich denn hier bauen? Wasserextraktionsgebäude. Was? Achso, Wasserextraktionsgebäude. Ich glaube, Wasser ist momentan noch okay. Das ist jetzt mittlerweile wieder grün angemessen und es steigt. Weil das Ding hier jetzt natürlich auch produziert. Das ist gut. Im Winter kann ich es ja nochmal hier düngen. Aber wie gesagt, auch das Wasser so ein bisschen im Auge halten. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das passt. Ist das jetzt schon auf Stufe 2? Ist es nicht. Ich glaube, dafür muss auch erstmal eine Baudrohne hin, oder? Und die Baudrohne Reichweite anzeigen. Die kommt da natürlich nicht hin. Alles klar. Macht nichts. So. Wann kommt hier das nächste Schiff? Es hat aber diesmal keine neuen dabei. Schade eigentlich. Gut. Meine Naniten ist auf 0,7 gefallen, weil das ist voll. Das war doch mal auf plus 1. Aber warum ist es jetzt auf 0,7 gefallen? Gehen wir dem auch Vollbeschäftigung. Keine Ahnung, wo ich das jetzt abgezwackt habe, weil irgendwo muss ich es ja quasi abgezwackt haben. Happa Happa läuft noch. Oha. Oha, oha, oha. Energie. Kann ich das Ding hier? Das produziert 140. Aufrüsten. Was haben wir denn noch für Energiegebäude, die im Winter tauglich, die wintertauglich sind? Das ist mir jetzt noch egal, die Windturbinen. Die Solarpaneele sind mir eigentlich... Okay, das hier generiert im Winter 50%. 50? Was haben wir hier? Geothermalgenerator. Kann ich den noch irgendwo hinstellen? Habe ich noch irgendwo eine Geothermalquelle? Scheinbar nicht. Was haben wir noch? Ein Energiespeicher. Kann Elektrizität von der Energiezone absaugen oder eine gespeicherte Energie wieder im Netz einspeisen? Wäre vielleicht eine Idee. Habe ich aber noch nicht. Ich glaube fast, dass ich Solarpaneele noch bauen muss. Die sind ja nur... Die sind nur ineffizienter im Winter. Was ja okay ist. Ineffizient ist jetzt nicht unbedingt schlimm. Und ich würde gerne noch eins bauen. So. Jetzt schauen wir mal, wie unsere Energieversorgung. Im Winter flutschen wir auf 169 runter.
Ist jetzt auch noch nicht dramatisch. Neue Mission verfügbar. Habe ich schon gemacht. Ja, ich baue 100 Melonen an. Mache ich. Jetzt kümmern wir uns erstmal um die Energie. So, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Perfekt. Problem solved. Energieversorgung im Winter 185. Läuft. Und die zwei Generatoren müssten jetzt auch noch fertig werden, weil ich glaube, jetzt ist erstmal der Geothermal aufgerüstet worden. Ja. So. Was als nächstes? Was? Okay. Machen wir nochmal kurz Pause. Ah, mein Lagerhaus ist voll. Ich hatte doch irgendwo ein neues hingestellt. Wo ist das denn? Zuwanderungszentrum. Aha. Wo war denn mein Lagerhaus? Ich weiß halt noch nicht genau, wie die Bildchen ausschauen. Das ist ein Solarmodul. Das ist ein Lagermodul, aber ich hatte ja direkt ein Lagerhaus irgendwo hingestellt. Das hatte ich hierhin, glaube ich. Das ist eine Mineralienlagerhalle. Mhm. Jetzt gucken wir mal. Verteidigung, Bergbau, Wasserextraktion, Luft, Technologiegebäude. Was ist das denn? Forschungszentrum. Ah, okay, interessant. Dienstleistungsgebäude. Bar und Grill. Nice. Krankenhaus. Einzelhandelszentrum. Das ist cool. Müssen wir auch noch machen. Megabauten. Stadion. Das ist cool, aber ich brauche jetzt erst einmal Lagerhäuser. Das brauchen wir fast. Dann bauen wir doch eins. Stellen wir direkt hierher. So. Also über die Ziele kriegt man immer noch echt gut Naniten. Schaut es mit meiner Energieversorgung aus. Im Winter auf 224, 237. Das ist okay. Mein Essen ist ausgezeichnet. Theoretisch könnte ich das hier noch upgraden. ...85% sind besetzte Arbeitsplätze. Wir brauchen auf jeden Fall neue Mitarbeiter. Moment, was war das hier gerade? Ich hatte doch hier gerade irgendein Overlay. Hey, there's a cargo pod nearby. I think you should pick it up. Ja, die kann ich noch nicht. Keine Drohne. Machen wir demnächst. Okay, darum kümmern wir uns. Darum kümmern wir uns. Und der Winter kommt. Okay, man sieht, die Nahrung sinkt. Ich hoffe, sie bleibt aber stabil. Wasser ist auch noch stabil. Ja, Lagerhaus ist halt voll. Mei, who cares? Auf 8, auf 7,9. Weil die müssten ja auf 50% bleiben. So, Energie sollte auch kein Problem sein. 7,1. 7 plus, also plus ist immer okay. Behaupte ich jetzt einfach mal. Es darf nur nicht weiterfallen. Ich denke mal, das Ding hier produziert jetzt nichts mehr. So. Wie gesagt, da müssen wir jetzt gucken, dass das hier nicht allzu sehr sinkt. Aber wenn das in negativen Bereich ist, dann tue ich die Dinge hier noch düngen. So, mein Lagerhaus ist jetzt wieder ready. Mein Lagerhaus, das könnte ich tatsächlich auch upgraden. Das Ding ist auch geupgradet, das heißt, wir können jetzt 66 Kolonisten insgesamt aufnehmen. Könnte ich eventuell sogar nochmal upgraden. 2,6, das gefällt mir nicht. Das 2,4, das sinkt. Sinkt immer noch. Und der Winter ist nur zu einem Drittel um. Wie schauen denn unsere Ressourcen aus? Ich meine, ich habe 1114 Mais. Okay, 112. Auf 1, auf 0,9. Wisst ihr was? Dann machen wir jetzt hier mal
volle Effizienz. Das ist auf volle Effizienz. Und eventuell sinkt das eigentlich nochmal 4,6. Gibt es ja auch 0, Zahlen oder hat sich das jetzt auf 1 eingependelt? Oder ist das nächste dann Minus? Ich würde fast sagen, es hat sich eingependelt. Ich glaube, es hat sich eingependelt, Leute. Haben wir mal die Versorgung. 18,7. 18,6. Ja, es sind jetzt, glaube ich, ein paar neue dazugekommen, oder? Ja, es sind jetzt neue Leute dazugekommen. Minus 0,1. Wisst ihr was? Zack. Zack. Weil davon müsste ich ja noch ein bisschen was haben. Und da hinten ist nochmal was zum Abbauen. Wo ist es? Ja, 40 haben wir noch. Das ist okay. Damit sollten wir... Wisst ihr was? Ich glaube, ich brauche hier gar nicht machen. Ich glaube, das reicht so. Damit sind wir auf jeden Fall im Winter gut gewappnet. So, dieses Handelszentrum. Was kann ich denn? Inaktiv, keine Handelsvertrag ausgewählt. Okay, Handel. Was kann ich denn? Import? Nichts. Nee, ich mag jetzt nicht handeln. Darum kümmern wir uns irgendwann einmal, wenn wir Lust und Zeit haben. So, es ist auf jeden Fall alles stabil. Essen ist okay, das ist okay. Meine Luft ist noch nicht so. Meine Luft gefällt mir nicht. Ist immer noch am sinken. Also hier oben scheint es zu passen, aber da hinten... Brauche ich das hier, um das hier? Oder, also brauche ich das hier, damit ich das hier machen kann? Oder reicht eins davon? Ach, okay, das ist gegen Giftgase immun. Braucht halt mehr Energie. Erheblich mehr Energie. Ja, stell mal eins hin. Können wir durchaus mal machen. Vielleicht hebt das hier meine Luft ein bisschen an. Aber das gefällt mir nicht. Und meine Moral, darum müssen wir uns auch mal demnächst kümmern. Okay, Wohnungen werden jetzt auch Mangelware. Tun wir das nochmal upgraden. Plus 12 Einwohner. Und hier hinten hatte ich doch auch irgendwo eins. Ach, den Außenposten kann ich nicht upgraden. Okay, schade eigentlich. Das Ding ist auch geupgradet. Wie schaut es mit meinem Düngerzeug aus? Oh, ist nur noch bei 19. Sollten wir dann bei nächster Gelegenheit tatsächlich auch hier hinten abbauen, damit wir für den nächsten Winter was haben. Das können wir jetzt, glaube ich, hier deaktivieren. Wir sind im wirklich guten Bereich. Die sind hier komplett arbeitsfähig. Das hier macht jetzt natürlich... Doch, das tut sogar schon was. Weil der Winter sich zum Ende neigt, oder? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Auf jeden Fall steigt es. Ich glaube, weil der Winter sich dem Ende zuneigt. Gut, dann... nicht Wohngebäude. Drohnen. Baudrohnenknoten. Ich würde sehr gern hier irgendwo noch einen hinsetzen. Dahin. So. Und so. Ich hoffe, das geht. Schauen wir mal, ob das geht. Werden wir gleich sehen. Energie im Winter ist auch stabil. Also ich glaube, dass wir jetzt eine ganz stabile Kolonie haben. Ich glaube halt, dass ich Fressen zum Saufutter habe. Also ich glaube, das ist... Ich glaube, ich habe viel zu viel zum Beißen. Das hier kann ich aber jetzt demnächst holen.
Das ist schon mal fein. Und danach will ich auf jeden Fall mal das hier haben. Und ich würde jetzt gerne mal ein bisschen Essensvielfalt anbieten, weil ich glaube, Reis habe ich fast keinen mehr. Brot ist irgendwie auch ein bisschen und Brokkoli ist auch. Bonbons gibt es auch keine mehr. Und wenn es keine Bonbons gibt, Leute, dann wisst ihr genau, was das bedeutet. Die Leute steigen euch aufs Dach. Eisenmine. 1708 Eisen abbaubar. Also die ist noch nicht erschöpft. Schauen wir mal, was passiert. Hier die Straße muss ja natürlich noch fertig gebaut werden. Was? Ja, ja, schon klar. Ah, gefällt mir echt gut. Also grafisch hat das Spiel echt was. Und auch vom Spiel her bisher sehr, sehr, sehr angenehm. Gefällt mir. Und unsere Kolonie wächst, Leute. Sie wächst. Und jetzt kann ich doch das hier aufheben. Das heißt, wir kriegen ein paar neue Naniten. Perfekt, Leute. Danke. Das läuft, Leute, das läuft. Und jetzt würde ich gerne hier in der Gegend... Welches Ziel habe ich denn erfüllt? Ah, okay. Direkt was erfüllt. Nice. Was haben wir hier? Nice. Neue Leute. Wir sind eh schon bei 84. Ich denke, ich muss hier demnächst ein neues Gebäude für Siedler machen. Was haben wir hier? 34 Energie, 72 Kolonisten. Wie groß ist das denn? Boah, leck mich am Arsch. Das ist gar nicht mal so klein. Kann ich das hier irgendwo noch hinsetzen? Ja, hier geht's hin. Ui, hier kommen schon direkt drei Drohnen raus. Weil dementsprechend geht natürlich auch das Bauen wesentlich flotter. Wobei ich nicht weiß, ob mir jetzt meine Energie dann noch im Winter reicht. Hier können wir auf jeden Fall noch ein paar Solarpaneele hinklatschen. Das tut uns nicht weh. Und hier können wir auch auffüllen. A new mission is available. Was? Das Bauen eines Energiespeichers fügt dem Fenster Kräfte und Strategien im Koloniesteuerungsfeld die Option Speichermodus hinzu. Wenn du... Aha. Okay, das ist gar nicht mal so verkehrt. Können wir tatsächlich machen. So, das Ding ist jetzt fertig. Und dementsprechend sollte doch mein... Ja, das ist perfekt, Leute. Gut, ich will jetzt auf jeden Fall ein bisschen Essensvielfalt mal. Daher hatte ich ja vorher gesagt, ich würde hier sehr gerne mal was anpflanzen. Anpflanzen tun wir das in Gewächshäusern. Ich bin ein Fan von Gewächshäusern. Weil Felder, alles schön und gut, aber ich sehe hier den Nutzen noch nicht so richtig. 5,8 Mais in der Stunde, 10,6 Mais in der Stunde. Das bringt mir sogar im Sommer mehr. Ja, braucht mehr Energie. Wie viel Energie frisst mir das denn? Energie 8. 5. Ne, ist jetzt auch nicht wirklich nennenswert. Ich weiß, es hat eine Stufe weniger, aber da finde ich die Dinger tatsächlich cooler. Schauen wir nochmal ganz kurz nach. Nicht, dass hier irgendwelche denken, sie müssen hier einen auf Kriminalität machen, aber schaut eigentlich ganz gut aus. Luft, glaube ich, ist auch ganz okay. Wasser passt auch noch. Also diese eine Pumpe hier, die pumpt vor sich hin, als würde es keinen Morgen geben. Gut, dann will ich jetzt auf jeden Fall, wie gesagt, ein bisschen Essensvielfalt. Ich will Melonen. Hier Gewächshaus Stufe 2. Ich hoffe, ich kann das noch dann ändern. Ja, kann ich. Auf Melonen. Leute, ihr kriegt Melonen. Freut euch. Die Zeiten des Wohlstands brechen an. Oh, das ist schon geil mit mehreren Drohnen dann bauen. Das gefällt mir. Energie im Winter 315. Ist noch okay. Ist noch im Bereich des passt.
50. 60%. 70. 80. Ah, die ist nicht so effizient an der Stelle. Ja, die sind hier ideale. Ich weiß aber nicht, wo ich richtig gute Anbau... Boah, leck mir am Arsch, das geht hier noch ein gutes Stückchen weiter. Also hier hinten sind keine guten Anbaugebiete. Die sind, glaube ich, tatsächlich eher hier in dem Eck. Also hier müssen wir anbauen. So, was haben wir? Ziel erfüllt. Bau 100 Melonen an. Okay. Okay, neue Zuwanderer. Also ich habe jetzt auf jeden Fall auch Melonen, Leute. 25! Ja, suck my balls. Also jetzt kriege ich hier gut Melonen. Also richtig gut Melonen. Mann, hab ich dicke Melonen. Neue Mission verfügbar. Ey, ich krieg dafür Limonaden. Nice. Das ist jetzt... Ich meine, ich habe jetzt die Rohstoffe zum Anbau, aber habe ich jetzt auch irgendwo ein Verarbeitungsgebäude? Naniten, Naniten, Lasermine, Lasermine. Ich würde halt die Sachen auch gerne mal verarbeiten. Das ist für mich jetzt die große Frage. Dienstleistung. Was? Unterstützt die Verteilung von aus einheimischen Pflanzen hergestellten Verstärkten. Okay. Bar and Grill. Ein Park. Und ein Krankenhaus. Aber ich sehe noch nichts, wo ich irgendwie etwas in Limonade zum Beispiel verarbeiten kann. Das habe ich noch nicht so ganz gerafft, wo das gehen soll. Also hier produziere ich ja schlussendlich nur Melone. Aber wo stelle ich Brot und sowas her? Oder muss ich das wirklich traden? Das ist jetzt hier die große Frage. Und wir haben wieder eine Mission fertig, denn wir haben unsere Bevölkerung von 102 erreicht. Okay, meine Moral sinkt allmählich. Das heißt... Wir müssen demnächst mal Parks oder irgendeinen Rotz bauen. Aber soweit schaut es eigentlich ganz gut aus. Ich bin eigentlich zufrieden. Ja, ich bin durchaus zufrieden. Es läuft. Hier könnten wir jetzt, wie gesagt, noch ein paar Solarkollektoren. Das machen wir jetzt auch. Und einen will ich noch haben. Dann sind die da drin, dann haben wir nochmal ein bisschen mehr Energie. Alles läuft. Und wir können glücklich sein. Okay, wo mache ich ein Referendum? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Und hier fliegt irgend so ein Brainbug rum. Aber meine Freunde, wir sind schon wieder am Ende des heutigen Parts. Wie mache ich das denn? Naja, ist ein Thema für den nächsten Part. Ich hoffe, ihr hattet heute euren Spaß. Bewertet das Video, schreibt fleißig Kommentare und wie immer, abonniert meinen Kanal. Würde mich megamäßig freuen. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao.